Du gehst jetzt einfach. Ja, ich gehe jetzt einfach. Okay. Bye, have a nice day. Ja. Danke. Okay. Überschlagen wir noch. Gute Nacht. Wir machen den ganzen Vormittag Unterricht. Ui. Ach, wo du das gerade... Am Nachmittag auf der Uni. Wo du das gerade erwähnst, du hast noch Dateien in meinem Papierkorb. Ich bin neugierig, ich wollte aber nicht... ich wollte dich vorher fragen, ob ich die lesen darf. Ah, sure, das ist nur die eine Seite, die... Achso, und das, was ich runtergeladen habe zum Anschauen. Auch... Das ist irgendwie so ein Textdokument. Ja, es ist eigentlich nur das, was ich geschrieben habe, die eine Seite. Nur, aber wenn du es unbedingt meinst, aber es ist halt nichts Besonderes. Ich bin halt nur neugierig. Neugierde hat die Katze gekillt und so. Ja. Aber zum Glück habe ich noch ein Leben wie eine Katze. Ich bezweifle das. Warte mal, ich teste. Schlechte Idee. Wo ist das Gewehr? Hi, Dragoon. Hallo. Habe ich dich einfach ausgeschlossen. Sowas Böses. Eureka. Schuld, wenn er die Quest macht. Ja. Mein Eureka Ortis hat er noch nicht freigeschaltet. Kann sein, dass er kurz wieder stehen bleibt. Ja, bist du dir sicher? Frag ihn nochmal. Dragoon? Ja. Dragoon, hast du die Mordona-Quest da schon gemacht? Eureka Ortis? Falls nicht, dann können wir die zusammen machen. Also müssen wir sowieso irgendwas zusammen machen, weil Vierergruppe und so. Aber gut, fangen wir an. Ja. Spektakel der Kriminologie. Oh no. Zulis, du hast dir einen verdächtig guten Zeitpunkt für deine Ankunft ausgesucht. Ich habe erst gerade an dich gedacht und hier bist du auch schon. Du erinnerst dich sicher daran, dass Koyo Koyo behauptete, in unsere Welt gekommen zu sein, um nach seinem vermissten Kameraden zu suchen. Das ist natürlich nur eine Tarnung für sein wahres Ziel, die Vorbereitung einer umfassenden Invasion. Doch ich werde Beweise brauchen, bevor ich dieses finstere Vorhaben aufdecken kann. Ich habe daher beschlossen, einfach abzuwarten, meine Augen offen zu halten und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und kaum hatte ich diesen Entschluss gefasst, erhielt ich eine Nachricht über Herrn Hildebrand und seine Gefährten. Scheinbar konnten sie Fortschritte bei der Suche nach dem Kollegen unseres außerätherischen Freundes machen. Das könnte meine Chance sein. Ich sage zwar meine Chance, aber ich kann es wohl kaum alleine mit einer kosmischen Verschwörung aufnehmen. Du hilfst mir doch, oder? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, glaube ich. Ja, finde ich gut. Okay. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, glaube ich. Kaum nur die erste Quest abgeschlossen drin, war ich noch nicht. Also, er hat die Quest gern halt auch gemacht, okay. Dann sollten wir uns an ihre Fersen heften. Anscheinend waren sie unterwegs nach Palakasru und wir dürfen nicht die kleinste Entwicklung verpassen. Deine Waffe wird nicht angezeigt, Julia. Ist, glaube ich, ausgeblendet. Im Charaktermenü kannst du die wieder einblenden. Ich glaube, die sieht auch nicht gut aus. Ah, sie hat die aber gelb gefärbt. Ja, ich habe sie zumindest gefärbt. Ja. Ich bin nicht so schlecht geschaut. Die nächste übrigens, die wir machen, ist 630er Item Level, also das aktuelle, falls 635 ist, höchste, aber 630. Aha, okay, das reicht schon. Das reicht schon für faule Säcke wie uns. Nee, ich meine von der Waffe. Die Waffe, die du jetzt hast, ist 615 und die geht auf 630. So, Palakasru, Tor des Vasaras. Und sie leuchtet. Bock zu fliegen. Oh, wow. Nein. 400 Skill. Das ist eine gute Investition fürs Nichtlaufen. Ja, total. Crispy McTan. Entschuldigt, ist gerade alles ob sie stressig. Bin wieder da. Alles gut. Zurück.
Genau, stress deine Eltern. Ja, na, meine Mom, was sie, selbst wenn sie niemals in ihrem Zuhause irgendeinen Fuß eintreten, es kommen und Besucher noch in die Nähe vom Haus, da muss alles sehr schön erscheinen, wisst ihr. Okay. Du hast Besucher bei dir? dann überlege ich das doch nochmal, ob ich zu dir kommen will. Machst du Nachschub, Julia? Nasrin, du bist gekommen. Der Mondtrupp ist wieder vereint. Willst du hier die Brand machen, Rio? Meine treuen Gefährten, ihr seid gekommen, um das Spektakel der Kriminologie zu bewundern, nicht wahr? Das kann ich euch natürlich nicht verdenken. Ah, Koyo Koyo, Nasrin ist hier, um zu helfen. Oh. Danke, Solis, das ist sehr nett von dir. Ich bin enttäuscht, das Erste. Okay. Für was bist du hier? Ihn wird er als Erster. Okay. Was? Kein Koyo Koyo mehr? Es war nicht besonders schwer, eure Sprache zu erlernen. Die Grammatik und der Satzbau sind relativ simpel. Nicht im Deutschen. Und nicht im Japanischen. Während er Japanisch redet, ja. Genau. Ja, weißt, genau. Japanisch? Also ich guck mal so. Japanisch? Ja, schon ziemlich schwer. Deutsche Grammatik? Auch ziemlich behindert. Englisch ist okay. Und Französisch? Ist halt komplett lost. Lost. aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind alle eigentlich irgendwie so ein bisschen scheiße. Alle haben ihre so super Macken, wo man sich denkt, wenn das ist, dann dürfte dieser Satz auch irgendwie Sinn machen. Und dann kommt so einfach, nee, das macht keinen Sinn. Ich glaube, das gibt es einfach in jeder Scheißsprache. Solche Momente. Ja, aber zum Glück kein Mandarin oder sowas. Welch furchterregender Intellekt. Wie sollen wir dagegen nur bestehen? Sag, wie genau hast du die Suche auf dieses bestimmte Gebiet einschränken können? Mit guten alten Kriminologeninstinkt natürlich, mein Bester. Alle Zeichen wiesen mir den Weg in diese Richtung, obwohl ich immer noch auf eine genaue Ortsangabe warte. Dafür müssen wir uns auf eine weitere bewährte Technik verlassen, die Befragung. Verteilt euch und horcht die Einheimischen aus, ob sie jemanden gesehen haben, der wie Koyo Koyo aussieht. Ja, die ist dahin watscheln, so süß. Einfach der Stalker-Boy. Da steht Delion. Kriminologeninstinkt, sagt er. Wie könnte der Instinkt allein jemanden in eine so spezifische Richtung führen? Nein, unterbewusst oder nicht. Er muss eine höhere Macht kanalisieren. Höhere Macht. So. Verzeihung, seid ihr zufällig einem Individuum begegnet, das diesem entzückenden blauen Schlingel hier ähnelt? Nein, der Sirup kommt auf, die Pfannkuchen. Sie schläft einfach schon wieder. Oder immer noch. Schlingel? Julia, bei dir ist es irgendwie komisch. Du sagst was und du hast so einen gewissen Delay in deinem Mikrofon. Zumindest kommt das so an. Als ob das erste nicht aufgenommen wird. Ich mein Mikro spinnt ein bisschen in der Zeit. Ah, okay. Aber das ist unter dem Mikro. Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe tatsächlich so etwas Ähnliches im Wesen des Schleiers der Sangha gesehen. Man hätte es für ein kleines Kind halten können, wenn es sich nicht so eigentümlich bewegt hätte. Eine Art heimliches Herumhuschen, gruselig. Ich denke, ich werde dem Schleier der Sangha eine Weile fernbleiben, zumindest den westlichen Gebieten. Soll ich das machen, oder was? Ja, ist weiblich.
ja, genau so ein seltsames Wesen habe ich im Wald gesehen, auf dem Rückweg vom Markt in der Stadt. Nur war es nicht allein. Es war in Begleitung eines eher ungewöhnlichen Herrn. Er war kränklich, blass und verströmte einen unangenehmen Geruch. Da habe ich lieber Abstand gehalten. Hast du direkt nochmal? Also nochmal ansprechen einfach. Du hast also vor, dieses unheimliche Paar aufzuspüren, dann bist du deutlich mutiger als ich. Sagen die was anderes? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Ah doch, Koyo Koyo. Ah doch, Koyo Koyo sagt das. Irgendwelche vielversprechenden Spuren? Doch, da wacht sie auf. Ja, Menashe. Wurde aufgeweckt, einfach aus dem Schlaf gerissen. Unfassbar. Steon, haben deine Nachforschungen etwas ergeben? Meinen eigenen sorgfältigen Befragungen zufolge befindet sich ein Individuum von Koyokoyos Statue im Süden des Schleiers der Sangha. Deine Quellen behaupten, sie hätten etwas im Westen gesehen? Ich habe mich umgehört und es hat ein paar Sichtungen im Schleier der Sangha gegeben, irgendwo im Norden. Wenn es Sichtungen im Norden, Süden und Westen gegeben hat, dann bedeutet das... Koyo Koyo hat weitaus mehr Freunde, als sie realisiert hat. Ich kenne aber nur einen. Könnte es sich um Doppelgänger handeln? Nein, so interessant das auch sein würde, viel wahrscheinlicher ist es, dass es ein und derselbe Außerätherische im Schleier der Sangha umherwandert und von verschiedenen Augenzeugen an unterschiedlichen Orten gesichtet wurde. Das bedeutet, dass wir uns aufteilen und das gesamte Gebiet absuchen müssen. Ein guter Vorschlag, also dann? Das ist, glaube ich, Godbird. Ich mach mal Godbird. Oho, starten wir einen Suchtrupp? Der gute alte Unterhosenmann. Ja. Vater, folgst du mir etwa? Ich kann nicht mehr machen, weil mein Controller spinnt. Lauf rum zu spinnen. Kann ich? Darf ich? Ja, so. Aber nicht doch, ich habe lediglich meine Muskeln gestärkt, während sich mein Geist mit den Geheimnissen der Mandaville-Waffen beschäftigte. In der Hoffnung, Schweiß in Inspiration zu verwandeln, sozusagen. Doch ich fürchte, die Holzpuppen des Schleifsteins sind armselige Musen, verglichen mit dem Ansporn, den ein würdiger Gegner bietet. Wenn ich mich dir und der unbezwingbaren Zoles in eurem Vorhaben anschließe, dann wird der Zufall vielleicht die Herausforderung liefern, die ich brauche. Ihr setzt den Fall der Funkstelle Freund fort, nicht wahr? Benötigt ihr ein zusätzliches Paar Augen? So viele, wie du entbehren kannst. Wir waren gerade dabei, uns für die Suche aufzuteilen. Wir befinden uns hier im nordöstlichen Teil des Schleiers der Sangha. Also lass uns die verbleibenden Richtungen absuchen, ja? Nashe und ich werden nach Süden gehen. Shion und Koyo Koyo, ihr sucht im Westen, wenn ich bitten darf. Dorian, du und mein Vater übernehmt den Norden. Zum letzten Mal, ich heiße Delion. Außerdem ist der Schleier der Sangha unfassbar groß. Hast du darüber nachgedacht, wie wir da in den Kontakt bleiben wollen? Dorian ist aber ein schöner Name. Er sollte sich überlegen, ob er sich um den anderen Namen gibt. Ja. Ja, ne? Kannst direkt weitermachen. Achso, sorry, ich bin immer vergessen. Ich habe extra für diese Situation spezielle Kontaktballen anfertigen lassen. Wir können so viel miteinander plaudern, wie wir wollen. Oh nein. Ich hoffe, die explodieren wenigstens nicht. Bist du des Wahnsinns? Die Schalayana werden jedes unserer Worte mit anhören. Wirklich so weit hier draußen? Ich glaube nicht, dass ihr Gehör so gut ist. Aber wenn du Kontaktperlen so verabscheust, kann Herr Godbert ja die für euren Trupp an sich nehmen. Kontaktperlen, welch unglaubliche Voraussicht. Dann lass uns mit unserer Untersuchung fortfahren.
Ich habe übrigens jemanden gefunden, der mit uns den Mandeville-Tanz tanzt. Im Godbert-Kostüm. Ha. Huh. Kenn ich? Mein Tank aus der Static. Ah. So. Der Kriminologe will, dass wir im Westen des Schleiers der Sangha nach Spuren suchen, ja? Ich werde dir einfach folgen. Ja, oh, das kennen wir wieder. So. Was soll er sagen? Es muss herrlich sein, auf Aetheris zu leben. So viele Ressourcen. Das hört sich so witzig an. Den TR wartet. Ich bin begeistert. Du bringst Begleitung mit? Ja. Ein Fluss fließt direkt zu unseren Füßen. Ich habe viele Planeten im Kosmos besucht, aber nur wenige haben so viel Wasser wie dieser. Dein Zuhause ist ein seltener Schatz. Ich glaube, wir werden uns mit dem Affen anlegen müssen. Oh, nee, der geht weg, okay. Hat keinen Bock auf uns. Ich sehe keine Spur von meinen Kameraden, aber was ist mit diesem Wesen, mit dem schwarzen Fell? Sind die Freunde von euch weitere Einwohner von Aetheris? Tretteres, maybe? Das ist natürlich gut. Das war überhaupt nicht verwirrend für so ein Alien, das nichts kennt von dieser Welt. Okay, das zweite. Sie sind uns recht ähnlich, aber wir sind nur entfernt verwandt. Vor allem, weil ich ein Hase bin und kein Mensch. Naja, du bist sehr humanoid schon. Du hast halt nur Ohren, wo Ohren sonst nicht sind. Und trotzdem bin ich wahrscheinlich eher mit einem Hasen verwandt wie mit einem Gummelnamen. Egal, beides haarig. Ja. Es gibt eine verblüffende Anzahl von Arten hier. Ich werde mehr Proben sammeln müssen. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen, Rio. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Nein. Die Felsen auf der Insel erinnern mich an meinen Heimatplaneten. Sie haben dieselben leuchtenden Farben, dieselbe karge Schönheit. Wenn nur... vergiss das einfach. Wir müssen meinen Freund finden. Musst du nur das Monster loswerden. Auch hier keine Spur von meinem Freund, aber diese Individuen mit dem grauen Fell gehören doch sicherlich zu einem eurer zivilisierten Völker, oder? Ja. Es ist bei das immer so witzig wie das erste. Ja. Aber wir können ihm ja sagen, wie sie hassen, und das sagt ihm dann gar nichts. Du bist ein Hase. Wir sind eigentlich Echsen. True. Also, was nehmen wir jetzt? Erstes. Den Namen nennen und dann nichts mehr. Okay. Das sind wilde Tiere, Affen. Ich finde es schwierig, den Unterschied zu erkennen. All diese halbintelligenten Lebensformen gleichen einander. Aber wie dem auch sei, weiter geht's. Okay.
Nichts, nicht einmal ein kleiner verbrannter Kreis im Gras. Ich bin mit dem Freund, den wir suchen, aufgewachsen. Wir waren immer zusammen. Wir teilten sogar den gleichen Traum, die großen Welten des Kosmos zu durchstreifen. Wir arbeiteten hart und hielten uns gegenseitig auf Trab, bis wir uns unseren eigenen Raumschiffe leisten konnten. Das Universum wartete nur darauf, von uns erforscht zu werden. Wie flüchtig dieses Gefühl des Triumphs doch war. Ich glaube, das andere Raumschiff ist im Final Fantasy 8 gelandet. Das fliegt ja immer noch rum. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, wie sehr mir mein Freund am Herzen liegt. In der achten Splitterwelt. Ja. Frau Makaraka. Hey, Makarena. Hi. Julia, das bist du. Bitte, was bin ich, was? Das bist du. Nasho Makaraka. Habe ich wieder was übersprungen? Die Nein. Kontaktperle? Ach so, ach du meine Güte, ich war so verwirrt. Okay. Hallo, ist dieses Ding an? Hier spricht Nasho. Wir glauben, Koyokoyos Freund gefunden zu haben. Kommt so schnell wie möglich nach Perusa. Juhu, lass uns mein Raumschiff nehmen, das ist schneller. Ich weiß einfach übersehen, dass das von dir kommen ist. Achso. Unterdessen in Perusa. Perusa. Da emotet Dragoon wiederum. Ob das gut geht, Da kommt der Angehand. Da fliegt der Dorian. Ja. Sei gegrüßt, werter Freund von Koyokoyo. Ich bitte, offenbare dich. Wir wollen dir nichts Böses. Horror-Sound weg. Kennen wir doch. Moment mal, ihr seid die botanischen Fünf. Moment. Ja, mach du mal, ist ein männlicher Charakter, Rio. Diese galante Stimme kenne ich doch. Muss ein bisschen verwesen klingen. Und galant. Und edel. Wie hört man sich verwesen an? Das muss er. Frag dich. Meister Zombiebrand, ich hörte, ihr seid in seinen tiefen Schlummer gefangen, aber ich freue mich, dass ihr wieder erwacht seid. So ungefähr. Bei den Göttern, es ist einer der lebenden Toten. Der im Urlaubsmodus ist. Ja. Ich grüße euch, meine Freunde. Ich bin ein stolzes Mitglied der Gentle Zombies und Schüler von Meister Zombiebrand. Zombiebrand. Was führt dich nach Tavneia und dazu auch noch in Begleitung der berüchtigten Gemüsebande von ganz Lanosea? Gestattet mir ein paar kostbare Augenblicke eurer Lebenszeit, um das zu erklären. Es begab sich vor einiger Zeit, dass sich die dicken Maden in meinem Schädel plötzlich unruhig wandten. Es ging Gerüchte über verdorbene Pflanzen umher, die Bossia terrorisierten, und so reiste ich in die Ferne, um eine verrottete Mandragora zu rekrutieren. Nachdem ich seine Bekanntschaft gemacht hatte, wollte mich der eitrige Kerl seinen Brüdern vorstellen, die, wie er betonte,
nicht weniger verrottet waren, so machte ich mich auf den Weg nach Lanosea, um ihnen meine faulige Hand in Freundschaft zu reichen. Als ich dort ankam, erfuhr ich jedoch, dass einer ihrer Gefährte von einer seltsamen fliegenden Untertasse entführt worden war. Was konnte ein Gentle-Zombie da anderes tun, als bei der Suche zu helfen? Ich wandte mich an den Okkultist, der glaubwürdige Bastion übernatürlicher Berichte, und siehe da, ein außerätherischer Raumschiff, das auf die Beschreibung der Pflanzenwesen passte, war hier auf der Insel gesichtet worden. Da haben wir uns natürlich sofort auf den Weg gemacht. Ah, einer unserer treuen Leser. Selbst im Tod geht die Suche nach der Wahrheit also weiter. Wir widmen uns also dem Fall der verschleppten Mandragora. Der Übeltäter wird sich meinem scharfen Scharfsinn nicht entziehen. So langsam nehmen die Fälle aber wirklich überhand. Ein Entführer. Ich habe das Gefühl, dass wir da nicht lange suchen müssen. Anstatt uns einfach in die Untertasse zu bringen. Wäre zu einfach. Ah, das könnte ich gewesen sein. Das Prinz Zwiebel. Weißt du, ihn hat er aufbewahrt in dem Raumschiff, aber ja. Uns wollte er nicht reinlassen. Ja. Ich verstehe das schon. Verzeiht, dass ich euren Freund mitgenommen habe. In meinem Sammelwahn habe ich ihn wohl mit einer essbaren Pflanze verwechselt. Das ist selbstverständlich. Ihr werdet nicht der Erste, der Prinzzwiebel mit einer Salatzutat verwechselt. Die Hauptsache ist, dass er unversehrt zu uns zurückgekehrt ist und verzehrt. Ja. Was ist das da eigentlich gerade? Was machen wir gerade? Können wir kurz Revue passieren lassen, was da gerade passiert? Sachen. Koyokos Freund suchen und so. Das wird immer verwirrender. Ja. Und jetzt auf nach Bosnia! Ernte gut, alles gut. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, wir sollten uns auf den Weg zurück nach Tanalan machen. Verrottendes Fleisch und Feuchtigkeit sind eine unangenehme Kombination. Weißt du, in dem Outfit beschwert er sich auch noch. Mhm. Oh. Oh. Traurig. Armes Koyo. Ich bitte um Verzeihung, Koyo. Diesmal scheinen wir das Ziel verfehlt zu haben. Aber ich schwöre dir, ich werde nicht tun, bis du wieder mit deinem Kameraden vereint bist. Ich hätte fast geglaubt, dass dein kriminologischer Instinkt eine Form der Kanalisierung und Prognose sei. Aber es war wirklich nur dein Bauchgefühl. Und ich fürchte, vage kriminologische Gefühle bringen uns nicht sehr weit. Wir haben eine ganze Welt zu durchforsten und dafür bräuchten wir, eine ganze Armee von Kriminologen. Oh, bring nicht auf die Idee. Eine Armee von Kriminologen? Aber natürlich, ich kann Herr Hildebrand so oft klonen, wie ich mag, ganz so, wie ich es schon mal getan habe. Oh, no. Aber, lass uns nichts überstürzen. Wie einer weggezogen wird. Oh no. Als ob es nicht schon beim letzten Mal irgendwie so relativ schief gelaufen ist. Naja, das war jetzt aber keine Armee. Keine Reichsstand.
Hey, die Materiekopieranlage des Schiffes ist schon seit einiger Zeit defekt und jetzt ist sie völlig im Eimer. Ich fürchte, dieser Klon ist der letzte, den sie je produzieren wird. Oh, wie traurig wir gucken. Ein Verlust. Ja, ne? Was machen wir nur ohne die Armee von... Oh nein. Eine Armee von Hildebränden? Ja. Mhm. Natürlich. Klatsch. Der sieht aber irgendwie nicht so ganz rund aus. Nicht genügend Polygone. Mhm. Das ist die PS2-Version von Final Fantasy XIV. Ja. Die Ocarina of Time-Version. Oder so. Dieser Sound. Ja, die Ocarina of Time Version passt ziemlich gut mit der Melodie. Name. Mein Name ist Brandy Hild. Bitte. Geh. Okay, sehr gut. Herr Brandyhild, warum ist er so eckig? Anscheinend ist der Kopiervorgang auf dem halben Weg fehlgeschlagen. Erlaubt mir, diesen Fehler rückgängig zu machen. Moment mal, mir kommt da ein Gedanke. Im Gegensatz zu meinen früheren Repliken ist es sehr unwahrscheinlich, dass man ihn mit mir verwechselt. Und da wir auf der Suche nach zusätzlichen Helfern waren, sollten wir diesen undefinierten Kerl in unseren Dienst stellen. Willkommen im Team, Kriminologe Brandy Hild. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Oh Gott, ey. Oh, das Ding rollt weiter. Achso, okay. Das erklärt, warum das Ding auf einmal gewandert ist. So, was sagt denn Brandy Hild? Unterstützung. Bitte erlaubt mir, euch zu unterstützen. Ohohoho, mit den Manderwills wird es nie langweilig. Das ist gut, ist es. Quadratisch. Oh Gott. Quadratisch, fantastisch, Brandyhild. Ja, das passt so wenig gut. Ich wusste, dass der Duplikator in letzter Zeit etwas instabil war, aber ich habe trotzdem alles aus ihm herausgeholt. Und nun sieht ihn dir an. Was ich geschaffen habe, dieser Klon des Herrn Kriminologen, ist nicht nur eine schlechte Imitation seines Körpers, sondern auch seiner Persönlichkeit. Der Prozess mag dieses Mal fehlgeschlagen sein, aber stell dir vor, du könntest ein lebendes, denkendes Wesen replizieren. Die außerätherische Technologie ist so weit fortgeschritten, dass sie kaum noch von Magie unterscheiden kann. Wir haben ziemliche Unordnung in dieser Tempelruine angerichtet, aber dank Vater sieht sie so gut wie neu aus. Ey, das ist ziemlich schlecht. Oder sollte ich eher sagen, so gut wie alt?
Auf jeden Fall freue ich mich darauf, den Rest des Falles mit unseren charmanten neuen Gefährten in Angriff zu nehmen. Ich bin erfreut, Teil dessen zu sein. Seht mal, wie schüchtern er ist. Er ist wirklich bezaubernd. So, sagt er was Neues? Naja. Nee, sagen, glaube ich, alle nichts Neues. Nope. Okay, dann. Väterliche Liebe. Oh no. Was für ein unerwarteter Zuwachs in unseren Reihen. Mit dieser Verstärkung sind wir bereit, uns erneut ins Getümmel zu stürzen. Das mag sein, aber was ist unsere Strategie? Wir benötigen dringend eine neue Spur. Wenn ich dürfte. Also, angenommen, Koyokoyos Bekannter steuert ein ähnlich aussehendes Fortbewegungsmittel, können wir uns dann nicht einfach darauf konzentrieren, eben jenes Raumschiff zu finden? Ein so auffälliges Gefährt wird sicherlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als das vergleichsweise winzige Wesen, um das es geht. Da hat er womöglich recht. Der Okkultist erhält eine große Anzahl von Leserberichten über Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte. In diesem Fall könnten wir unsere Betrachtung auf Sichtungen silberner Untertassen beschränken und dann die Vorkommnisse streichen, die wir klar Koyokoyos Bewegungsmustern zuordnen können. Das sollte das Feld erheblich eingrenzen, oder? Ja, das ist eine fantastische Idee. Genau die Art von Brillanz, die man von seinem Klon erwarten würde. Ich wollte gerade das Gleiche vorschlagen. Natürlich wollte er das. Gute Arbeit, Herr Brandyhild. Nascho tauscht jetzt den Hildibrand gegen Brandyhild aus. ich hoffe, ich habe meine Grenzen nicht überschritten. Schließlich bin ich lediglich ein Schatten des echten Kriminologen. Ich habe einen Stapel älterer Ausgaben in meinem Arbeitszimmer in der Stadt gelagert. Koyokoyo kann mir helfen, sie zu durchforsten, um die Sichtungen zu streichen, die definitiv auf ihn zurückzuführen sind. Wir sollten uns sofort auf den Weg machen. Das ist der Aufstand der Computer, der Artificial Intelligence ist, oder? Maybe. Scheint so. Nein. Das ist die Quest da. Bitte, ihr wollt noch wegen ihm untergehen? Warum sagtest du eigentlich gerade, geh weg? Julia? Geh weg? Ja. Da war jemand wohl da. Wohin? Wurde du dich gemutet hast, direkt, geh weg! Ja. Also geh doch, hab ich gesagt. Mein Entmute-Button ist nicht mehr drin. Ach so. Beachte mich einfach nicht weiter. Ich habe lediglich ein wachsames Auge auf Fräulein Nashu. Man weiß ja nie, was für widerwärtige Schurken da draußen lauern. Der alte Stalker ist wieder da. Ach, da wird ein Dragoon beachtet. Ja. Yes. Tja, Dragoon. Was kommt davon, wenn man die Quest macht? Ja. Herr Hildebrand und Herr Brandyhild. Das ist echt verwirrend. Total. Dorian hat Koyokoyo mitgenommen, um sein Archiv mit früheren Veröffentlichungen durchzusehen. Genießen wir ein kurzes Päuschen, bis sie mit den Ergebnissen ihrer Untersuchung zurückkehren. Ja, das ist immer sehr schön, wenn Julia sich mutet. Bob. Glong. Dieses gute alte Muten. Wir sind mit der Durchsicht aller alten Ausgaben fertig. Wenn wir die Region außer Acht lassen, die Koyokoyo besucht hat, bleibt tatsächlich nur eine einzige Sichtung einer fliegenden Untertasse übrig. In Galemite. Der Bericht stammt von einem galäischen Soldaten namens Numerius, der ein weiterer treuer Leser des Okkultisten zu sein scheint. Ein Brief aus dem fernen Kaiserreich? Deine Publikation hat einen beeindruckend großen Leserkreis. Wir hatten schon immer ein globales Publikum, denn der Wunsch, das Unbekannte kennenzulernen, geht über alle Grenzen und Glaubensrichtungen hinaus. Abgesehen von der Tatsache, dass während des galäischen Bürgerkriegs ein Raumschiff am Himmel gesichtet wurde, enthielt der Artikel jedoch nur sehr wenige Einzelheiten. Dann müssen wir diesen Soldaten in Galemalt aufsuchen, um die ganze Geschichte aus ihm herauszuquetschen.
Das sehe ich auch so. Es ist unsere einzige Spur und wir haben keine andere Wahl, als ihr nachzugehen. Auf nach Camp Splitterglas. Kommen, um wieder wegzugehen. Ja. Ja. Wie immer bei Hildebrand. Durch die halbe Welt reisen. Nur damit sie Chaos in jeder Stadt und in jeder Ecke der Welt anrichten können. Oha. Kein Stalker in der Nähe? Doch, hinterm Baum. Hier wird es aber auch nie wärmer, oder? Was, hinter welchem Baum? Wirklich. Hinter welchem Baum? Da, direkt hinter Hildebrand, der Baum. Ach, da. Da, ich sehe ihn, okay. Siehst du aber auch in der Cutscene. Ja, das ist schon klar, aber ich bin noch nicht in der Cutscene. So, jetzt aber. Ich wollte erst den Stalker sehen. Ja. Sind wir alle hier? Ah, Delian scheint noch nicht eingetroffen zu sein. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich hatte eine Idee, wie wir etwas Zeit sparen können. Ich habe mit einigen Offizieren des Idabar-Korps gesprochen und unser Numerius steht auf der Liste der verbündeten galeischen Truppen. Das macht die Sache gewiss einfacher. Konnten Sie denn dir auch sagen, wo dieser Numerik stationiert ist? Ja, Numerius verrichtet derzeit Dienst in seinem Einheit und organisiert das Versorgungsdepot im Forum Patens. Wir sollten dorthin gehen und hoffen, dass er die Zeit für ein Gespräch entbehren kann. Puh, die Kälte hier sickert einen direkt in die Knochen. Wie könnt ihr nur alle in dieser unpassenden Kleidung hier stehen, ohne steif zu frieren? Der sieht auch nicht besser aus. Hohoho, ein Manderville auf einer Mission spürt weder Hitze noch Kälte. Ich bin nicht sicher, wie sich das mit der Tatsache vereinbaren lässt, dass man bei diesen Temperaturen irgendwann erfriert, aber andererseits scheint die Realität bei den Manderwills immer relativ zu sein. Ja. Irgendwann wird sich herausstellen, dass Hildebrand nur ein Hirntumor von uns ist. Oder ein Hirngespenst und ein Trauma von all den Erlebnissen, die wir erlebt haben. Und Hildebrand ist so quasi das, was unser Gehirn so verarbeitet. Einer unserer multiplen Persönlichkeiten, oder was? Genau. Alles nur Fiktion. Hallo, ist Numerius hier? Mein Name ist Delian. Ich bin der Chefredakteur des Okkultisten. Ich bin hier, um einen Augenzeugenbericht nachzugehen. Wer macht ihn? Hä? Wer macht ihn? Ich mach das schon. Der Chefredakteur höchst selbst. Na, das ist ja mal eine Ehre. Ich wünschte, an meiner Geschichte wäre mehr dran, aber alles, was ich weiß, habe ich schon in meinem Leserbrief erwähnt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es sei denn, du hast noch etwas, mit das du dem werten Herrn von Okkultisten mitteilen möchtest. Meinst du nicht, du hättest die fliegende Untertasse auch gesehen? Willst du den machen, Julia? Ich habe sie nicht nur gesehen. Das war ungefähr zu der Zeit,
als die Kämpfe gegen Nerva und seine Schergen in einem Bürgerkrieg ausarteten. Ich wurde der Flugabwehrkanone zugewiesen und hielt bereits nach Feinden Ausschau, als dieses seltsame silberne Flugobjekt in Sichtweite kam. Mein erster Gedanke war, dass der Feind eine neue Kriegsmaschine eingesetzt haben muss. Also eröffnete ich das Feuer und schoss es vom Himmel. Und was war es? Hast du das Wrack untersucht? Wir befanden uns mitten im Krieg. Ich konnte nicht einfach auf das Schlachtfeld wandern, um Abschüsse zu bestätigen. Das Wrack ist vermutlich noch immer dort draußen. Irgendwo. Wir müssen diese fliegende oder vielmehr abgeschmierte silberne Untertasse finden. Hast du eine Ahnung, wo sie vom Himmel gegangen ist? Genau kann ich das nicht sagen, nein. Dann müssen wir darauf hoffen, dass die Götter uns wohlgesinnt sind. Die Hauptstadtregion Galemals umfasst unzählige Malme eisiger Wildnis. Wenn mir eine Frage erlaubt sei, erinnerst du dich zufällig an die ungefähre Geschwindigkeit und Flugbahn der fliegenden Untertasse sowie die Position der Kanone und den Abschusswinkel des Projektils? Alter, der ist viel schlauer als Hildegard. Ja. Mehr oder weniger. Ein Atelier ohne Gedächtnis für Trefferparameter wird seiner Arbeit nicht lange nachgehen können. Das sollte ausreichen. Danke. Ja, genau. Oha. Wo kommt der Schuh her? Und die Tasse Tee. geil. Das ist die verbesserte Version von Hildebrand, würde ich gern behalten. Ich hab's. Das Raumschiff ist 1360 Jalme nordöstlich unseres derzeitigen Standorts abgestürzt. Ein paar Elme hin oder her. Das ist nicht schlecht. Wie bei den sieben Hellen bist du zu diesem Schluss gekommen? Elementare Algebra, mein lieber Delion. Wenn man davon ausgeht, dass das Raumschiff von Koyokoes Kameraden ähnlich konstruiert ist wie das seine, dann ist die Berechnung des möglichen Absturzortes recht einfach. Mein brillanter Klon, meine Damen und Herren, ich wollte gerade die gleiche Schlussfolgerung ziehen, aber er ist wieder einmal zuvor gekommen. Natürlich wolltest du das. Ein Hoch auf Herrn Vandihield. Sie behalten ihn. Ja. Ich scheine mich schon wieder selbst im Rampenlicht gerückt zu haben. Das tut mir schrecklich leid. Ja, definitiv die bessere Version. Etwa 1360 Jalme nordöstlich von hier also. Das verbessert die Chancen unserer Suche von nahezu hoffnungslos zu ziemlich hoffnungsvoll. Gehen wir also los und finden diese abgestürzte Untertasse, ja? Ein Stalker und noch ein Stalker. Ein Stalker des Stalkers. So in der ziemlichen Ecke. Ja. Oh, den Kartenbereich habe ich ja noch gar nicht aufgedeckt. Was? Ja, ich habe jetzt dich. So ziemlich nichts aufgedeckt. Schäm dich. Mir fehlt nur der. Nur der? Ja, okay, da unten. Ja, stimmt, das alles frei. Ja, dann kriege ich ja Erfahrungspunkte. Yay. Ja, weil du so viele brauchst, ne? Ja. Fast Level Up, habe ich gehört. Ja. Eine Errungenschaft bekommen.
Wenn jemand daran gedacht hätte, die Geschwindigkeit und Richtung des Windes aufzuzeichnen, hätte ich die Abstellstelle vielleicht auf den Ilm genau berechnen können. Der da vorne, da hinten, wo jetzt der eine steht, die machen wir als letztes, weil das triggert die Cutscene. Was auf den ersten Blick vielversprechend aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als das Wrack einer Kampfmaschine. Ich meine, der ist auch Gottbert und die Hildebrand ist ja hier vorne und Koyokoyo und so. Na, Schuh schläft schon wieder. Sagt sie was? Heiße Suppe. Ach, geil. Noch irgendein Essen. Brennende Hitze. Ah, Ruhe bitte, ich muss meine Geister sammeln und meinen Verstand schweifen lassen. Wo könnte es bloß sein? Ich glaube, wie der Stalker sich versteckt mit den, ja, ne? Mit den Ästen. Wenn man bei der Jagd auf außerätherische Phänomene doch nur immer so genaue Koordinaten hätte. Ziemlich in Ruhe. Wird. Oho, welch ein erfrischendes Klima. Natürlich. Auf ja, den Auto. Ne? Ich hatte Auto im Laufen drin. Eine versenkte und verbogene Metallplatte. Du kannst dir gut vorstellen, dass Koyokoyos Raumschiff nach einem Artillerietreffer in einem ähnlichen Zustand sein würde. Oho, was hast du gefunden, Shion? Ein Stück der Außenverkleidung. Das ist von dem Raumschiff meines Freundes, da bin ich mir sicher. Ein Trümmerteil von der Bruchlandung. Ich sehe keine anderen Teile in der unmittelbaren Umgebung, was bedeutet, dass das Raumschiff nach dem Artillerieschuss noch hinreichend intakt war, um weiterzufliegen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass dein Kamerad alle Beweise des Absturzes beseitigt hat. Oder, dass eine noch unbekannte Partei dies getan hat. Die Beweise beseitigt? Willst du damit etwas sagen, jemand hat sich mit unserem komischen Besucher aus dem Staub gemacht? Mitsamt der Untertasse und allem? Ich würde sagen, das ist eine ganz, gänzlich andere Form von außerätherischer Entführung. Entschuldigt den Themenwechsel, aber hat jemand in letzter Zeit Nachschuh gesehen? Jetzt, wo du es erwähnst, wo ist meine loyale Assistentin? Hilfe, ihr müsst helfen! Mein geliebtes Fräulein Nashu wurde entführt! Irgendein Schuft hat sich da als Lugeus Handlanger aus... der sich als Lugeus Handlanger ausgab, ist gekommen und hat sie mitgenommen. Er trug mir auf, euch Folgendes zu sagen. Wenn ihr eure kostbare Gefährtin lebendig wiedersehen wollt, dann muss Solis persönlich im Turm von Barbier erscheinen. Ich erwarte sie in der Magitech-Wartungseinrichtung. Welch eine Frechheit! Welch eine Dreistigkeit! Welch eine Schmach! Meine treue Helferin einfach so vor der Spürnase weggeschnappt. Verzeihung, aber wer bist du? Ein guter Freund von Nashu, nehme ich an? Ich? Oh nein, ich bin gerade nur zufällig durch dieses Schneefeld gestapft. Reiner Zufall, wie dem auch sei. Genug von mir, ihr müsst gehen und Fräulein Nashu retten. Endlich eine Gelegenheit, mir die Beine zu vertreten. Und er macht sich nackig. Okay, im tiefsten Schnee. Okay. Was meinst du, mein Sohn? Werden wir diese Rettungsmission in Angriff nehmen? Das werden wir. So war ich Hildebrand Helidor Maximilian Manderville heiße. Und wechselt sie. Sie sind ohne uns losgezogen, obwohl dieser Lugeus ausdrücklich nach deiner Anwesenheit verlangt hat. Eigenartig. Nein, völlig normal. Nein, nicht wirklich eigenartig. Ja. Es ist so völlig normal bei denen.
Noch eine Entführung und doch lässt mich die Frage nicht los, wer dieser seltsame junge Mann war. Vergiss das vermisste Raumschiff fürs Erste. Nasche schwebt in unmittelbarer Gefahr. Müssen wir die Gruppe verlassen? Eigentlich ja, ne? Ich habe alle Indizien gesammelt, die vom Absturz übrig geblieben sind, aber die Lösung dieses Rätsels wird warten müssen. Der Fall der entführten Assistenten ruft. Ja. Dann. Let's go. Indessen im Turm von Babel. Ach ja, dieser hässliche Roboter. Ja, wer will ihn machen? Freiwillige vor. Verneigt euch vor Supraluga, ey. Mit diesem neuen und verbesserten Körper wird die Rache endlich mein sein. Oh, Muckis. Und Muckis Raketen. Und Raketen. Heilige Scheiße. Du wirst Nasche sofort gehen lassen. Moment, was macht ihr beiden denn hier? Ich hab doch ausdrücklich um die Abenteuerin gebeten. Verschwindet oder ihr bekommt meinen Zorn zu spüren. Ohohoho, das verspricht ein ordentlicher Kampf zu werden. Ich sehe keinen Grund dafür, Solis damit zu belästigen. Wir bezwingen diese Bedrohung zusammen, als Papa und Sohnemann Manderville. Einverstanden. Und ja, es passiert genau das, was du jetzt denkst. Oder was ihr denkt. Oh yeah! Wahr, ich werde meine Rachegelüste nicht an euch Würmer verschwenden. Meine treuen Lakaien, es ist Zeit, euch euren Lohn zu verdienen. Ich liebe es, böse mit dir zu sprechen. Wieso hat er einfach mal so viele Lakaien? Wie kann er sich das leisten? Ja. Und eins, zwei und eins, zwei. Oho, eine kleine Aufwärmübung vor dem Hauptakt. Schnappt sie euch! Oh, es ist noch besser, als ich gedacht habe. Rollentausch? Let's go. Nein, man kann endlich Goldschmied spielen. Oh yeah!